Ja, ich gehe mal davon aus, also die wenigsten, glaube ich, halten das erstmal überein, ne? Oder halten das ein und ich weiß nicht, also ich glaube schon ein bisschen aus der Mode gekommen, ne? Ich praktiziere das leider nicht. Ich bin ja das ganze Jahr durch ein bisschen zurückhaltend, ne? Da muss ich mich jetzt nicht 6-7 Wochen zurückhalten. Ich kann schon für den Einzelnen, wenn man das nicht so religiös begründet, weil es gibt ja auch Heilfasten, ne? Sowas, also Entschlacken soll Wunder bewirken. Ich habe es noch nicht versucht, aber ich denke mal, kann was Gutes dran sein. Ich denke mal, wer streng gläubig ist, der wird sich weiterhin an die Fastenzeit halten. Andere Leute hingegen, jetzt jüngere Leute, ich denke mal, die interessiert das weniger und werden das auch nicht einhalten, beziehungsweise gar nichts probieren. Das ist einfach eine Mode in meinen Augen. Jeder Mensch fastet dann, wenn er es für richtig hält. Was anderes kann man da nicht zu sagen. Nein, aus der Mode gekommen nicht, denn alle Welt redet ja davon. Aber ich würde sagen, man sieht es nicht mehr so eng, ne? Ich würde sagen, das Fasten ist sehr aktuell heutzutage. Also sich religiös zu beschäftigen, finde ich immer eine gute Sache. Ich bin selber ein religiöser Mensch. Ob da jetzt Fasten zugehört, meiner persönlichen Überzeugung nach nicht. Aber wenn jemand für sich persönlich das als gut empfindet, warum soll er das nicht machen? Klar. Aber das würde ich jetzt nicht von einem Datum abhängig machen. Dann soll er es aus innerer Überzeugung machen, bitte. Also ich finde, wer das gerne machen möchte, der sollte das tun. Es gibt bestimmt irgendwas, auf das man wirklich verzichten könnte. Und das würde man so im Jahr, glaube ich, nicht machen. Und das wäre eigentlich ein Anlass dazu. Deswegen sage ich mir, jeder soll das so halten, wie er will. Das finde ich in Ordnung. Vielleicht ist es überholt, aber ich finde, da soll jeder das so machen, wie er das meint. Und ich denke mal, wenn man mal auf was verzichtet, das kann bestimmt nicht schaden.